Let's Play Assassin's Creed Unity, bevor wir die nächste Hauptmission machen, die da hinten ist, wollte ich vielleicht unsere unverbrauchten Fähigkeitspunkte verwenden. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Also wir hatten hier den Gnadenstoß. Das können wir mal kaufen. Und vielleicht für den Fernkampf noch was. Na, da haben wir jetzt zu wenig Punkte. Mist. Schleichen vielleicht noch. Und für Gesundheit haben wir auch zu wenig Punkte. Okay. Dann schauen wir mal, was wir noch. Was? Okay, wir müssen erst festen Boden unter den Füßen haben. Ah, no. Okay. Dann schauen wir mal, was wir da so kaufen können. Vielleicht an Ausrüstung hier für die Brust. Da haben wir eigentlich schon einen ziemlich guten Panzer. Der hier. Legendärer Phantommantel. Oder legendärer Banditenmantel. Können wir uns beides leisten. Aber ich glaube, der Phantommantel ist ziemlich gut, der verbessert das Schleichen und die Gesundheit. Kaufen wir mal. Und wir können ihn auch noch verbessern. So sieht auch ganz annehmbar aus. Dann für die Unterarme. Gibt es da irgendwas Besseres? Es wird ein Nahkampf verbessern und das Schleichen. Aber ist ziemlich teuer. Vielleicht für die Beine noch was. Okay. Das wird es jetzt nicht so bringen. Vielleicht für den Kopf noch. Aha. Es wird nur verschlechtern. Okay. Dann lassen wir das. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Hauptmission. Kommen wir hier runter? Ach hier. Springen wir hier runter. Bams. Und laufen da hinten hin. Hey! Was? Ach, schon wieder so ein. Dass die immer noch stehen. Ah, oh, jetzt greifen die uns schon wieder. Ja, ja. Meine Güte. Was ist die für Probleme, Mom? So, dann gehen wir hier hin. Der Fall von Robespierre. Ich erhielt deine Nachricht. Was geht vor? Vielleicht haben wir Robespierre zu sehr diskreditiert. Vielleicht? Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Oh. Er machte vage Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Luxemburg-Gefängnis. Seine Hinrichtung ist für den Morgen angeraumt. Dann suchen wir besser schnell zu ihm. Na super, das wollten wir eben nicht, dass weitere Leute hinrichten werden. Alter, schreien die Leute um. Oh, Entschuldigung. Habe ich die umgeschubst? Okay, folgen wir mal. Alles totenstill. Was zum Teufel? Die waren von der Nationalgarde. Robespierres Eskorte. Verdammt, wenn er entkommen ist. Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Ach da. Hey, inutile de pousser là derrière. Ça ira pas plus vite. Such noch etwas weiter. Ja, was denn? Wonach soll ich suchen? Da hinten. Komm, ich verschaff dir ein schnelles Hey, komm hier rüber. Okay, dann stupst du halt schnell. So.
Hier? Nö. Hä, es kann doch nicht sein. Hier geht's nicht weiter. Ach, dahin. Da hinten ist jemand. Den können wir sprechen. Boah. Elise. Der leidet unter geschehen? Schock. Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune greifen uns auf den Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin zurück. Oh. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Oh. Ich glaube, dafür ist schon zu spät. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Gut. Okay. Dann suchen wir mal. Aber wir können uns ja nicht hinsetzen. Ja, doch. Komm, stirb, Johann. Zack. Geht doch. Plündern. Sehr schön. Wo geht's weiter? Da. Hier geht's weiter. Ups. Da liegen noch welche. Alter, die haben die ganze Stadt zerschnitzelt oder was? Was? Da war gerade jemand. Da. Da liegt einer. Oh, Arno, lass doch los. So. Wo ist Robespierre? Er wurde dort lang gebracht. Wo lang? Ach, da lang. Okay. Blockt den irgendwo den Weg! Mörder! Tyrann! Lauft, Herr! Wir halten Sie auf, bis der Stärkung kommt. Habt ihn! Ihr seid ein französischer Held, mon ami. Komm, 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 komm. Den kriegt man. Verfolgen. Warte, Junge. Dich kriegt man. Freude, mein Freund. Für voll. Soll ich den nicht aufhalten? Die Tyrannei! Okay. Ich folge dir. Wo willst du hin? Wir würden dir gerne den Ausweg von der Speerspitze zeigen. Okay, ich hab den jetzt mal. Okay. Super. Super. Haben wir wieder die Mission befolgt. Auf bis Verstärkung kommt. Ihr seid ein französischer Held, mon ami. Okay, dann verfolgen wir ihn halt von den Dächern aus. Komm, hier hoch. Oh, Arno. Hier rüber. Zack. Gut. Okay. Dann gehen wir hier oben lang. Anhalten! Auf ein Wort! Boah, Arno, ey. Richtig schön unlogisch gesprungen, aber egal. Erinnert euch an die Girondisten! Oh. Steht hinter Robespierre! Okay. Warte, wir können hier hoch. Arno, geh hier hoch. Geh doch. Okay. Weiter hier. Über das Seil. Okay. Komm schon. Was denn? Wir sehen den noch. Wenn Arno laufen würde, ist kein Problem. Aber er läuft ja nicht. Hier rüber. Ah, Mensch, Arno. Nein. Super, wir haben ihn verloren. Richtig toll. Richtig super. Gott sei Dank seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sir. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände.
dann werdet ihr alle sterben. Waren das die revolutionäre Kommune, die sich schuldig machte, den kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Okay. Na toll, jetzt haben uns zwei hinter. Okay. Zu langsam. Ich bin zu langsam. Aha. Neuigkeiten. Das ist schön. Aber die zwei hätten wir auch. Oh toll, jetzt kommt da noch einer. Super. Nein, 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 nein. Wieso denn, bitteschön? Ich block doch die ganze Zeit. Komm, stirb und du auch. Woher? Alter, der schießt von da oben. Okay, schnell rein. Gut. Müssen wir wieder knacken. Super. Na toll, das geht jetzt richtig gut. Das können wir vergessen. Okay. Knapp. Das gibt's doch nicht, ey. Okay. Geht doch. Oh, Mann. Bei der nächsten Musterung waren es wieder fünf weniger. Bald muss der Konvent keine Kugel mehr abfeuern. Okay. Wen sollen wir zuerst töten? Wir haben keine Wahl. Haben wir hier noch irgendwas? Betäubungsbomben. Betäubungsbomben. Geil. So. Und hier so eine Bombe reinwerfen. Arno, würdest du es bitte machen? Geht doch. Was war das für ein Knall? Fluch der Heuerlich! Bruder! Stehen bleiben! Wo sind die bitte schön betäubt? Das ist nichts Gutes! Scheiße! Das gibt's doch nicht. Damit bist du raus. Warum denn? Süße Träume. Alter. Die war nur überhaupt nicht betäubt. So ein Schrott, ey. ...waren, dass die revolutionäre Kommune, die sich schuldig machte, den kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Le labeur ne manque pas. Wir verlautbaren weiterhin, dass die Bürger Robespierre, Moriot und all ihre Verbündeten zu gesetzt. Ah, wir können vielleicht hier unten lang. Oder auch nicht. Na so. Kommen wir hier unten lang? Irgendwo? Nee. Ja, das war richtig sinnvoll jetzt. Okay, hier hinten ist einer. Können wir uns hier durchschleichen? Da ist er. Gibt's hier irgendein Fenster vielleicht, was offen ist? Das wäre doch nett. Nein, hier ist nichts. Das war ja auch zu einfach, oder? Stirb. Und ciao. Fliegt erstmal 10 Meter runter. Okay. Also, wir müssen praktisch wieder hier rein. Fluchter Zauderer! Ach.
soll denn das? Arno, schlag doch endlich mal zurück. So, geht doch. Mein Gott, ey. Der bemerkt uns nicht. Schon richtig schön. Jetzt müssen wir das Schloss knacken. Ja, super. Warum? Jetzt, was ist das für eine Reaktion überhaupt von dem Ding? Schön. Das gibt's doch nicht, oder? Na komm, lass mal den Scheiß. Musst du irgendeinen anderen verfluchten Weg geben? Bist du ja. Hurensohn. Selber. Wo bist du? Hätt die Schnauze, Junge, oder du stirbst gleich. Das ist schlimm. Du Gemäßigter! Komm, Arno, schlag ihn doch! Was soll denn der Scheiß? Er liegt 10 Jahre auf dem Boden und er schlägt ihn einfach nicht. Mein Gott, ey. Und jetzt klammert er sich wieder hier dran. Rutscht im Schneckentempo runter. Da könnten wir rein, oder? Im Balkon. Ich schlag dir das rechte Ohr ins linke. Mhm. Interessiert mich nicht. Ja. Da können wir rein, wahrscheinlich. Es gibt nur die eine Tür. Komm oder hier was? Rüber. Meine berühmte Zahnexplosion. Toll. Mein Ding. So, den hätten wir. Da drüben ist noch einer. Wie schön. Okay, jetzt müssen wir uns hier durchschlagen. Schaffen wir eh nicht. Ich meine, jetzt hat uns wieder irgendeiner gesehen. Wo ist er diesmal? Ach, da drüben. So, hab ich dich. Bürger, und jetzt ist Käfigzeit. Wenn der Konvent anläuft, halten wir niemals stand. Ach. So. Komm her. Nein, warum hat er den anderen angegriffen? Ich wollte ihn gar nicht. Hey, komm schon! Geht ins. Gemäßigt verdient nichts anderes als eine Klinge im Leib. Ah! Nein, werde ich nicht. Wo bist du? Da bist du. Hättest mit deinen adligen Freunden fliehen sollen, Verräter. Ich habe keine adligen Freunde, Junge. Komm, stirb. Und nochmal. Okay, plündern nochmal. Vielleicht finden wir irgendwas. Wir müssen hier rein, oder? Wir müssen doch hier irgendwo reinkommen. Doch, jetzt geht's. Endlich. Verflucht! Ich ließ Germain schon vor Stunden rufen. Merde!
Germain warnte mich vor euch. Ihr seid einer von denen, oder? Ein Assassine. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Elise. Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schreib. Lecker, in die Backe geschossen. Der Tempel. Ich hätte es wissen müssen. Dann genießt eure Revolutionsjustiz, Monsieur. Tja. Und schon wieder stirbt jemand. Ergreift ihn! Okay, das war's dann mit der Mission und wir sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ciao.